Habiermus-Präsident, das ist ja die große Frage, denn Alexander Van der Bellen, der hat auf jeden Fall einen Gegenkandidaten. Und um dieses Wortspiel gerade zu erklären, der ist von der Bierpartei und der heißt Marco Pogo. Zumindest ist das sein Künstlername. Eigentlich ist es der Herr Vlatzny, aber er wird auch so antreten dann als Vlatzny und nicht als Marco Pogo natürlich. Aber so ist er bekannt geworden. Er ist Chef der Partei Turbo Bier, beziehungsweise deren Frontman, hat schon in der Vergangenheit für einiges an Aufsehen gesorgt, schon allein mit der Gründung dieser Bierpartei. Und jetzt will er es also wissen, er will für das höchste Amt des Staates kandidieren. Wenn er diese 6.000 Unterstützungserklärungen bekommt, das ist die eine Voraussetzung. Er hat das auch bewusst so stark betont, wenn, denn er hat in diesem Sinne auch die Bürokratie stark kritisiert, dass man, wenn man wählt, dass es nicht online funktioniert und dass man den Stimmzettel in seiner Heimatgemeinde abgeben muss und dann per Post an die Bierpartei schicken. Dieses alte bürokratische System, das gilt als veraltet, zumindest für Marco Pogo, also das war eine konkrete Kritik, die er auch hier angebracht hat. Bei Umfragen, das ist ganz interessant, das ist ja so zwischen 6% und 10%. Wir machen es ja tatsächlich zweistellig. Und das als Spaßkandidat sozusagen, wenn er sich denn auch selbst so bezeichnet. Das ist natürlich eine ziemliche Leistung. Ob er tatsächlich als neuer Bundespräsident zu werden, da Chancen auch wirklich hat, da steht natürlich in den Sternen, den Alexander Van der Bellen. Der steht rund bei 40% bei aktuellen Umfragen. Und das zu knacken wird natürlich sehr schwer. Es wäre auch das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Republik in Österreich, dass tatsächlich auch der Präsident abgewählt wird, wenn er nochmal kandidiert. Er wurde auch vorhin schon gefragt, ob er nicht in 6 Jahren nochmal kandidieren will und es genau gleich macht wie Norbert Hofer, der FPÖ-Kandidat der mögliche. Der hat nämlich gemeint, wenn Van der Bellen nochmal kandidiert, wird er es nicht versuchen, auch weil er da wohl sehr, sehr wenig Chancen hätte und erst in 6 Jahren, im 2028, wenn es realistisch ist, es versuchen will. Marco Pogo, der will es allerdings jetzt schon wissen, der probiert es mit seiner Bierpartei, wenn eben diese 6.000 Stimmen erreicht und er rechnet sich auch selbst Chancen, das ist natürlich Außenseiterchancen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass der nächste Bundespräsident, wenn auch sehr unwahrscheinlich, wirklich auch Marco Pogo wird.